Mei, was ist denn hier los? Der Speedster, der hat sich ja komplett verwandelt. Er ist zu einem super starken Namekianer geworden. So muss das sein. So gehört sich das. Und wie ein echter Held. Ja. Sitzt er einfach nur da und starrt ins Leere, bis sein nächster grauenvoller Einsatz beginnt. Und der beginnt jetzt sofort. Ja, denn wir haben ein Quest-Event, dem wir uns heute mal widmen werden. Und wenn wir das haben, gehen wir mal wieder zur Story. Mal gucken, was uns in diesem Quest-Event erwartet, was wir genau machen müssen. Es ist auf jeden Fall hier im Geschäftsviertel. Und jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Muss doch hier sein. Okay. Hätte ich jetzt... Doch, da unten ist es doch. Okay, ja, ihr seht auch, wir haben gerade wieder stabile 20 FPS. Da ist das wahrscheinlich auch kein Wunder. Hey. Gut, C17. Bist du bereit für den Kampf gegen Son Goku? Richtig, den hatte ich schon mal angesprochen. Genau, stimmt, das war die Geschichte, aber das habe ich nur offscreen gemacht. Also, den habe ich noch nicht probiert, den Kampf. 5 Sterne. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Nummer 16. Offizielle Geschichte. Besiege alle Gegner. Ja, das machen wir doch gerne. Zum Beispiel den hier. Den... Aua. Den Aua. Hey. So, du interessierst dich ja gar nicht für mich. Hör auf, dich nicht für mich zu interessieren. Son Goku? Son Goku. Nimm das. Gut. C16 und ich, wir werden dich schon ordentlich in den Mangel nehmen. Ich verliere hier komplett den Überblick gerade. Läuft auch alles andere als stabil gerade, das Spiel. Nicht so schön. Also das muss ich wirklich sagen, Xenoverse 1 lief wesentlich stabiler. Schade drum, aber gut. Hier hätte sich dann vielleicht eine Konsolenfassung gelohnt. Aber gut, weiß man ja vorher nie. Ja, ich bin ziemlich gut, ne? Und das ist noch nicht alles. But I'm not done yet. Ich pack dir nämlich noch was. Oh, drauf, Son Goku. Aber erstmal kommt ein neuer Feind. Aua. Oh, Teenager Gohan und Super Krillin, natürlich. Wieso? Mal gucken, ob was... Ah, er ist ausgewichen. Verdammt. Okay, ist ein relativ langsamer Angriff. Der Zeitsprung-Molotow-Cocktail-Gedönsi. Also sie haben alle Zeit der Welt, um auszuweichen. Ist vielleicht besser, wenn sie da kurz vor ein bisschen gestunt sind. Aber wir können es ja einfach nochmal probieren. Dann würde man sagen, erstmal machen wir Son Goku fertig. Alter. Okay, das kann ich auch. Das ist nämlich der zweite ultimative Finisher, das Kaioken, vierfache Kaioken Kamehameha. Ich habe einfach mal den Destructo-Disc entfernt. Oh mein Gott, er steht einfach wieder auf. Toll, dann hättest du auch gar nicht erst so tun brauchen, als wärst du besiegt. Egal, jetzt machen wir erstmal Son Gohan fertig. Danach kümmern wir uns um Son Goku. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Im Kaioken-Birdman-Modus. Naja, so stark ist die Attacke allerdings nicht. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber das schien ja jetzt doch ein Volltreffer gewesen zu sein. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich die Ki-Attacken natürlich noch nicht sonderlich aufgepimpt habe. Trotzdem, die Destructo... Die Destructo scheint mir ein bisschen besser zu sein. So, aber dafür ist sie wahnsinnig schnell, dieses Kamehameha. Ein wirklich sehr, sehr schnelles Kamehameha. Das ist natürlich dann auch ziemlich praktisch. Mal gucken, ob wir das hier hinbekommen, ne? Das wird sicherlich nicht ganz leicht werden. Alternativ nehmen wir schon mal eine Energiekapsel. Die kleinste von allen. Nur um auf der sicheren Seite zu sein.
dass wir den armen C-17 nicht enttäuschen. Das wäre ja sehr, sehr bitter und ärgerlich und was weiß ich was alles. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja C-17 nicht enttäuschen, auf gar keinen Fall. Wenn er uns schon so eine Quest anvertraut, so. Und davon verprügeln wir sogar kleine Kinder. Da fällt mir ein, da ist ja noch eine nette kleine Helferin. Aua. Dankeschön, das war sehr nett von euch. Du kannst mich einfach in meinem Gespräch mit C-18 so unterbrechen. Das war so, hey Partner, ich bin jetzt dran bei der Lady. So, unfassbar. Dafür kriegst du jetzt einen Molotow-Cocktail. Noch nicht. Noch ist die Zeit dafür nicht reif. Ah, toll. Da war viel zu weit weg. Gut, trotzdem erstmal Son Goku fertig machen. Einfach mal eben so Son Goku fertig machen. Das haben wir schon viel gedacht und dann haben sie ordentlich aufs Maul bekommen. Son Goku, das muss man ja sagen, hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Der ist gar nicht mal so sehr stümper. Er ist zumindest nicht so ein Chaozu wie Trunks. Apropos Chaozu wie Trunks, der ist ja auch noch hier. Und den sollten wir uns natürlich bei Gelegenheit dann auch nochmal kümmern. Boah. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dieses Kamehameha. Oh, shit. Oh, Gott. Das lief jetzt suboptimal. Jetzt ist meine Ausdauer so gut wie weg. Ja, 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 ja. Ha. Und da ist sie wieder da. Vielleicht. Ah, nicht so gut, wie ich gehofft habe. Und direkt. Na, schade. Ich hatte gehofft, dass ihn das direkt trifft. Wenn wir direkt nach dem Zusammenstoß das Kamehameha machen. Kommt Son Goku noch ohne Energiekapsel. Das bisschen Energie, was er da noch hat. Und dann. So. Steht noch Trunks an. Das war die Kraftkapsel. Moment. Halt, stopp. Moment. Steht bitte auf, Spitzer. Steh doch mal auf. Das nervt mich hier gewaltig, dass die so lange brauchen, um aufzustehen. Krillin, um dich haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht gekümmert. Weil wenn sie dich einmal in so einer Combo drin haben, ist das nämlich enorm schwer, da wieder rauszukommen. So, Krillin, komm mal ganz nah. Komm mal ganz nah, Krillin. So wird das nichts. Oh, shit. Au. Okay, hätte ich nicht machen dürfen, dann machen wir es so. Also bisher muss ich sagen, Shenlongs Attacke ist natürlich sehr risikobehaftet und ist natürlich nichts für Gegner, die ein bisschen was auf dem Kasten haben. Weil die doch relativ leicht dann natürlich auch ausweichen. So, Krillin wäre aber relativ gut erledigt. Fehlt nur noch Trunks und der hat erschreckend viel Energie noch. Aber der wird uns bestimmt auch nicht mit C-18 reden lassen, wie ich ihn kenne. Der muss sich ja dauernd einmischen. Der mag auch, glaube ich, keine Cyborgs. Ich meine, er hätte mal in der Vergangenheit sowas durchblicken lassen. Trunks, das ist rassistisch. Nimm dies. So. Cyborgs, welcome. Entschuldigt. Das war dieser eine Satz zu viel. Gut. So, Trunks, na, wie geht's dir denn heute? Stirb. Tut mir leid, du lässt mir leider keine andere Wahl. Was soll ich denn machen? Ach, Kamehameha muss ich machen? Na gut, dann mache ich das, ne? Ho, 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 ho. Das war's für dich. So, aber da kommt noch einer. Oh mein Gott. Jetzt wird das aber eng hier, wa? Darf ich vorher jetzt mit C-18 reden? Wo ist die Olle eigentlich hin? Die hat doch hier irgendwo... Jetzt sag mal aber nicht, dass du... Doch, Herr Mädel ist noch da. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles tutti frutti hier. Na, wie sieht's aus? Hast du schon genug? Du bist hoffnungslos. Ich gehe etwas von meiner... Ja, natürlich.
Oh, cool. Sie hat uns tatsächlich Energie gegeben. Das ist praktisch. Eine zusätzliche Energiekapsel für den Speedster. Das ist nett. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen. Es sieht doch alles so friedlich aus hier. Oh, es ist Cell. Gut, dass wir immer noch C16 an unserer Seite haben. Und dafür, dass er schon so lange kämpft, steht er verhältnismäßig gut da von der Energie her. Aber das kann sich natürlich auch schnell ändern. Sagt... Na, das Gute ist, nee, er hat ja die Cyborgs nicht absorbiert. Also es wäre jetzt sehr, sehr seltsam, wenn jetzt hier noch ein Perfect Cell auftauchen würde. Ich denke, mit einem normalen Cell sollten wir fertig werden. Ah. So, vielleicht... Vielleicht jetzt. Ah, jetzt ist er nach vorne. Nee, okay, diese Attacke, das Molotow-Dingenskirchens, das ist für den Arsch. Da muss der Gegner hier wirklich stillstehen, ich muss stillstehen und er muss ganz in meiner Nähe sein. Und dann macht es auch noch 5 Key-Einheiten weg. Aber ich frage mich, wie viel Schaden das machen muss. Ich würde es gern mal anbringen. Vielleicht brauche ich wirklich irgendwie eine Attacke, die den Gegner mal kurz festhält. Und dann kann ich das vielleicht machen, aber... Dann habe ich auch keine 5 Keybalken mehr. Das ist natürlich echt ärgerlich. Soll ich versuchen, es irgendwie aus dem Hintergrund zu machen? Nee. Es bringt einfach nichts. Juhu. Aber wir haben noch genug Energie übrig und C16 kümmert sich gerade sehr gut um Cell. Da ist man fast gewillt, es einfach weiter zu probieren, bis es klappt. Aber der bleibt einfach nicht stehen. Keine Chance. Und wer weiß, wie viele Ränge mich das gerade kostet, da ich hier so lang brauche. Das ist ja auch sowas. Wir haben ja ein Zeitlimit. Cell? Kommst du da alleine wieder raus? Muss ich dir helfen? So, dann nimm halt das. Ich bin ja hilfreich, ne? Ich hätte dir auch unter der Brücke rausgeholfen. Ah, Marcel. Ah, Marcel. Ha. Oh. Oh. That's not good at all. Entschuldigt. Wap, bap. Machen wir jetzt mit Cell. Einmal wap, einmal bap. Und dann machen wir ihn fertig. Alter, jetzt komm. Was war das denn jetzt für eine Wombo-Kombo hier? Okay. Hätte ich ihn mal nicht so lange wehren lassen. Jetzt ist gut hier. Was? Komm, ist jetzt nicht dein Ernst. Och, Krillin. Du weißt schon, dass du eben noch... Nicht zu fassen, dass ich die jetzt noch brauche. Warum wird er auf einmal so... Alter, warum ist der auf einmal so stark? Was zum Henker? Ich kann ja überhaupt nichts mehr gegen ihn machen. Ich verliere auch... Ey, was ist... Okay, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann überhaupt nichts mehr machen gerade. Ich kann überhaupt nicht abwehren und nichts. Okay, irgendwas ist gerade sehr merkwürdig. Liegt's an meinem Gamepad? Weil... Speedster hier geht auf nichts mehr. Er bleibt einfach stehen. Was ist jetzt los? Irgendwas ist mit meinem Gamepad nicht in Ordnung. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Guckt euch das an. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das gibt's nicht. Das gibt es jetzt nicht. Speedster? So, jetzt scheint's wieder zu gehen. Aber was zur Hölle war das jetzt bitte? Ich kann aber immer noch nicht angreifen. Ich kann nicht angreifen. Speedster macht nichts mehr. Ich kann... Okay, was ist... Was ist hier los? Ähm.
Hier gehen sehr eigenartige Dinge vor. Jetzt ist auch noch mein Bildschirm dunkel geworden und das Spiel hat sich kurz minimiert. Also es scheint an Xenoverse zu liegen. Jetzt kann ich mich nämlich auch wieder bewegen. Jetzt geht's wieder. Okay. Ich glaube, das Spiel musste sich gerade irgendwie so ein bisschen rebooten. Was zur Hölle? Aber ich bin froh. Ich habe eben schon kurz befürchtet, wir können diesen Kampf jetzt nicht mehr bewegen. Dann lag das jetzt nicht an Cell. Ich konnte mich nur einfach nicht mehr aus seinen Kombos rausbewegen. So, dann gehen wir jetzt kein Risiko mehr ein. Okay, das Spiel ist merkwürdig. So. Und tschüss. Ultimativer Finisher, wir haben es geschafft. Boah. Also gut, was da gerade passiert ist, lag nicht an mir. Ich möchte es nochmal betonen. Aber immerhin 12.000 Erfahrungspunkte und damit sogar ein Levelaufstieg. Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt bin ich aber fast nicht mehr gewillt, nochmal irgendwas anderes zu machen. Jetzt mal, guck doch mal. Das ist doch übel. Glückwunsch, du hast das abgeschlossen. Ja, was machen wir denn als nächstes? Guckt euch das mal an. Also Xenoverse 2 hat Probleme. Gewaltige Probleme. Und ich bezweifle irgendwie, dass die mit meinem Rechner zusammenhängen. Gut, ist auch wurscht für den Moment. Ich würde mal sagen, dann machen wir halt hier jetzt schon Schluss. Offenbar gibt es hier wirklich große Probleme. Da macht das keinen Sinn, diesen Part jetzt weiterzuführen. Dann machen wir beim nächsten Mal mit der Story weiter. Eventuell haben wir dann auch nochmal was anderes. Ich denke, Expertenmissionen werde ich irgendwann mal zeigen mit anderen Leuten zusammen. Wahrscheinlich Keanu und Sobi wieder, gehe ich jetzt mal von aus. Und dann mal gucken. Aber im nächsten Part erstmal ganz normales Story-Event. Ich bin gespannt. Bis dahin.